Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es einmal um Spreads. Und zwar ist die Frage, was ist eigentlich ein sinnvoller Spread? Das heißt, wie groß sollten die Abstände sein? Und meine Meinung zu diesem Thema, die gibt es jetzt hier im Video. Wir haben ja immer mal hier auch schon im Kanal das Thema Spreads angesprochen. Ne? Also das heißt, wenn jemand sagt, er möchte keine nackten Optionen verkaufen, dann kann man ja Spreads machen. Jetzt habe ich kürzlich in dem Video zur kleinen Kontenserie, habe ich einen Spread aufgesetzt und habe gesagt, naja, das ist aber kein wirtschaftlich sinnvoller Spread, weil dieser Spread ja nur dazu gedacht war, um dem Anfänger so die Angst zu nehmen. Ne? Was könnte denn da jetzt passieren, wenn da unten durchraus, deswegen ganz eng einen Spread gemacht. Und da kamen natürlich dann sofort ein paar Fragen, naja, was wäre denn eigentlich ein sinnvoller Spread? Und das Ganze schauen wir uns heute mal an und dazu nutzen wir mal hier unseren Flipchart und lass uns einfach mal folgende Idee hier anschauen. Und zwar, wir stellen uns also vor, eine Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend und wir sagen, okay, wir möchten hier an diesem Aufwärtstrend partizipieren, indem wir einen Put verkaufen. So, jetzt wissen wir, ein Short Put, der hat eine hohe Prämieneinnahme, aber natürlich tendenziell ein etwas größeres Risiko, weil ja die Aktie theoretisch bis auf Null fallen könnte. Und weil manche ganz einfach nicht mit diesem Risiko leben wollen, entschließen sie sich eben hier einen Spread daraus zu machen. Einen Spread, in dem Falle wäre das ein sogenannter Bull-Put-Spread, würde bedeuten, du verkaufst hier diesen Put und kaufst danach einen etwas weiter entfernt liegenden Put dazu, sodass du eben hier einmal eine Einnahme hast, also der verkaufte Spread bringt dir Geld, nein, nicht der verkaufte Spread, sondern der verkaufte Put. Und der gekaufte Put ist eine Ausgabe, sodass du aber unterm Strich immer noch eine Einnahme hast. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wie groß sollten denn die Abstände hier zwischen diesen beiden sein? Und da gibt es in der Fachliteratur oder auch bei den Coaches, die was mit Optionen zu tun haben, ganz unterschiedliche Lehrmeinungen. Zum Beispiel die Tasty Traders sagen immer, sie möchten einen Spread-Abstand haben, der maximal dem Dreifachen der Prämie entspricht. Ne? Also, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt beispielsweise hier, ich nehme einen Dollar ein und dann sollte der Abstand aber auch nicht größer als 3 Dollar zum Beispiel sein. Ne? So, wenn man sich das mal anschaut, also wenn ihr selbst jetzt mal hergeht und sagt, okay, ich baue mir mal in meiner Plattform so einen Spread nach, dann werdet ihr feststellen, dass das so gut wie nie möglich ist, auf so eine Bandbreite zu kommen. Warum? Weil wenn ihr hergeht und sagt zum Beispiel, ich verkaufe hier an der ersten Standardabweichung und ihr bekommt vielleicht jetzt irgendwie 70 Cent oder 80 Cent für so eine Option und jetzt müsst ihr noch hier eine dazu kaufen, dann schafft ihr es eigentlich nicht mit dem Verhältnis 3 zu 1 oder 1 zu 3 hinzukommen. Ich persönlich neige dazu zu einer etwas größeren Spreadbreite, aber wenn ihr sagt, naja, aber die machen das doch trotzdem manchmal, ne? Wie machen die das dann? Naja, indem die ganz einfach hier ein bisschen näher an den Preis rangehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagen würdest, wir haben hier den Preis der Aktie und du würdest direkt am Geld einen Put verkaufen und kaufst jetzt darunter einen Put nach, naja, dann ist es natürlich so, dass du für die At-the-Money-Option oder nah am Geld liegende Option, jetzt bekomme ich das ja gereicht, wie durch eine unsichtbare Hand, wenn du also relativ nah am Geld bist, dann bekommst du natürlich viel Geld für diese Option und damit kannst du dann auch diese gekaufte Option dann auch finanzieren, sodass das Verhältnis gut wird. Das heißt, je näher du an den Preis rankommst, umso besser ist das, je weiter du weggehst. Also wenn du das Ganze hier unten machst, dann wird es eben nicht mehr funktionieren. Ich persönlich habe so eine maximale Entfernung, wo ich sage, das ist das Maximum, was ich akzeptiere, also in dem Verhältnis zwischen Prämieneinnahme und Breite des Spreads bzw. Risiko. Und zwar ist das bei mir 1 zu 10. Das heißt also, wenn ich jetzt für diese Kombination, also machen wir halt mal ein Beispiel, dass wir sagen, du bekommst von mir aus jetzt für den Put, den du verkaufst, bekommst du 150 Dollar. Und für den hier unten, für den Put, den du kaufst, gibst du 50 Dollar aus, sodass du also 100 Dollar hast. Ja, dann habe ich hier 100 Dollar Prämie. Dann darf das Risiko, was durch die
Breite des Spreads begrenzt ist, maximal $1,000 betragen. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, aber $1,000 Risiko, ist denn das nicht viel zu viel im Verhältnis zu dieser Prämienhöhe? Und ja, das wäre zu viel, wenn ihr die Trades da durchlaufen lasst. Also wenn ihr jetzt den Preis hier durchlaufen lasst, nie etwas macht und nie zuschaut, dann wäre das zu viel, weil dann müsstet ihr ja 10 Trades machen, um einen Verlusttrade aufzunehmen. Eigentlich müsstet ihr sogar 11 machen und in 11 dürfte nur ein Verlusttrade sein, damit ihr Break-Even vor Gebühren wärt. Nach Gebühren wird es sogar noch länger dauern. Deswegen funktionieren übrigens auch diese ganzen Iron-Condor-Geschichten nicht, die man nicht anfassen will, diese No-Touch-Iron-Condors. Ne? Das funktioniert in der Praxis alles nicht. Deswegen auch so einen Spread wirst du adjustieren müssen, wenn es gegen dich läuft, beziehungsweise irgendwann mal zumachen müssen. Aber du hast eben den Vorteil, wenn du so einen Spread aufsetzt und jetzt macht irgendwie der Preis läuft gar nicht so runter, sondern macht eben hier unten irgendwo auf, dann bist du eben safe, dann weißt du, okay, maximal ein Tausender verliere ich eben. So. Persönlich finde ich es immer schön, wenn das Ganze hier das Verhältnis bei Aktienoptionen so ungefähr bei 1,5, 1,6 liegt. Ne? Also $100 Einnahme, $600 Risiko. Das ist schon was sehr angenehm ist, aber es ist nicht immer hinzubekommen. Also 1,10, das ist, glaube ich, relativ realistisch. Bei Future-Optionen kommst du aufgrund der Tatsache, dass die Prämien ein bisschen höher sind, dass wir meist auch etwas längere Laufzeit verkaufen, kommst du auch manchmal hin zu 1,4, 1,5. Ne? Da wäre so optimal 1:3, aber auch das ist eher selten möglich. Meist ist das machbar, wenn die Volatilität sehr, sehr hoch ist, die Option entsprechend teuer. Wenn aber die Volatilitäten normal sind oder sogar sehr niedrig und du bekommst nur wenig Prämien, dann ist klar, der Strike-Abstand, das Risiko bleibt ja das gleiche, aber eben die Prämien sind geringer. Deswegen mein persönlicher Tipp oder meine persönliche Erfahrung, wenn ihr mit Spreads handelt, egal ob jetzt Bull-Put-Spreads oder Bear-Call-Spreads, dann versucht, dass das Verhältnis hier nicht größer als 1:10 ist. Ja? Und wenn ihr das besser hinbekommt, dann ist es schön, aber das ist dann eher die Ausnahme. Und vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr sagt, okay, ich verkaufe hier diesen Put, ja, dann verkauft den nichtsdestotrotz immer da, auch wenn ihr einen Spread handelt, wo ihr auch eine nackte Option verkaufen würdet. Das heißt, wenn ihr bei Future Optionen sagt, ich verkaufe immer Delta 10 Optionen, dann sollte auch in dem Spread der verkaufte Put am Delta 10 liegen. Und wenn ihr eben bei Aktienoptionen sagt, ich verkaufe mir aus an der ersten Standardabweichung, dann sollte eben auch in einem Spread die verkaufte Option an der ersten Standardabweichung liegen und nicht weiter dran am oder nicht näher dran am Preis, weil sonst müsst ihr mehr eingreifen, ihr müsst mehr adjustieren und das macht natürlich gerade bei einem Spread nicht ganz so viel Spaß, weil ihr die doppelten Gebühren habt, weil es ein bisschen schwieriger in der Praxis zu adjustieren ist. So, jetzt könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr eigentlich lieber dazu neigt, nackte Optionen zu handeln oder Spreads. Und wenn ja, wie sucht ihr denn die Bandbreiten der Spreads heraus? Also habt ihr auch so ein Verhältnis wie ich? Macht ihr es ganz anders? Oder nutzt ihr da nur solche Optionen, solche dazugekauften Puts, um zum Beispiel die Margin zu reduzieren? Das ist ja auch etwas, was wir ganz gern mal machen. Also hier einen Put zu verkaufen, wenn die Margin sehr hoch ist, einen weit entfernten Put dazu zu kaufen, damit man einfach nur die Margin sinkt. Das ist zwar theoretisch immer noch ein Spread, aber in der Praxis eigentlich kein Handelbarer mehr. In diesem Sinne, das war's für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video und euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.